Ja, schönen guten Abend. Wir haben hier eine Abendstimmung. Es ist sehr, sehr bühnenorientiert. Wir sind hier im kleinen Theater des Lessinghauses. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, über das Video Ihnen das Buch Entführung in die Antike vorzustellen. Da bin ich der Herausgeber von diesem Buch. Entführung in die Antike, neue Geschichten um griechische Mythen. Das ist ein Projekt, das 3 Jahre gebraucht hat, um bis zu einem fertigen Buch zu werden. Sie sehen hier ein schön dickes Buch. Da haben sehr viele Autoren, nämlich insgesamt 63 zeitgenössische Autoren, teilgenommen. Unter anderem die jetzt gerade verstorbenen Autoren Christoph Mickel und Günter Kunert sind mit bei. Dann ist der Christoph Geiser drin, der Rolf Hochhuth drin. Jede Menge. Ich werde sie alle ein bisschen vorstellen, nämlich indem ich erzähle, welche Beiträge sie gemacht haben. Und jedes Kapitel, dieses Buch hat 9 Kapitel, wird mit einem der 9 Winde vorgestellt. In der griechischen Antike gibt es Windgötter, einmal den bekannten Aiolos, das ist der Herrscher aller Winde, und es gibt Himmelsrichtungswinde, von denen Boreas und Zephyros vielleicht bekannt sind. Und zu jedem dieser Winde habe ich einen kleinen Dreizeiler verfasst und die werde ich vorlesen und Ihnen dann vorstellen, wer da beteiligt ist und was im Buch vorkommt. Es hat jedenfalls einen riesen Spaß gemacht, dieses Buch herzustellen und der Palmar Press Verlag hat es in dieses wunderbare Buch gebracht. Ich werde beginnen mit dem ersten Kapitel. Nach einem Vorwort von Michael Speyer wird es, und das heißt, mit den Windgöttern in die Antike. Ich glaube, dieses Vorwort werde ich vielleicht jetzt gleich auch vorlesen, damit Sie da einen kleinen Eindruck haben. Also Michael Speyer mit den Windgöttern in die Antike. Wie dürftig und spracharm unser Dasein, wenn mythische Sprache nicht in ihm gilt. Karl Jaspers. Dieses kleine Zitat hat Michael Speyer vorangesetzt und er schrieb: Wiederholt suchte abendländisch christliche Kunst und Kultur den Dialog mit der griechischen. Und immer hat solche Berührung der Sphären dem Kunstwollen neue Impulse vermittelt. Der florentinischen Perspektive des 15. Jahrhunderts etwa anders als aus der Weimarer Klassik. So wird das Verständnis des Griechentums, wie die Rezeptionsgeschichte seiner Plastik und Literatur lehrt, durch einige zentrale Begriffe geprägt, die als deren übergreifender griechischer Daseins- und Weltverständnis erscheinen, als ganzheitliches Selbsterlebnis, das sich in den Elementen der Natur zu Hause weiß. Seit Nietzsche kennen wir auch dessen dunkle Seiten. Diese Weltauffassung wiederum bestimmt, ja bewirkt griechisches Kunstschaffen, namentlich das Plastische. Plastische Gestaltung war Lebensausdruck, war eingeborene Funktion griechischen Daseins. Form der Welterfahrung und sichtbares göttliches Gesetz. Die Dominanz plastischen Denkens regierte Kunst und Literatur. In der Darstellung des menschlichen Körpers gelang es den Griechen, die Erlebnisformen ihres Seins zu anschaulicher Synthese zu bringen. Die einverleibte Bewegung des Myronschen Discobol als sich selbst bindende, sich selbst aufhebende Kraft, umschreibt die Erfahrungsweise griechischer Klassik. Die Darstellung des Schönen im Artefakt war zugleich Darstellung des Höchsten, war heimliche Werkimmanente Theodizee. Mehr als 2000 Jahre sind inzwischen vergangen. Und machtlos, wie wird die biologische Identität des Menschen angesichts der historischen Verschiedenheit? Erscheint die Kunst des hochklassischen Stils aus den Händen eines Phidias, Polykleitos
oder Myron als einmalige, vollkommene und unwiederbringliche Blüte. So ließe sich fragen, ob Mythos heute überhaupt noch den Rang gestalteter Daseinsäußerung in der Kunst beanspruchen darf. Vor 200 Jahren gab bereits Jean-Paul eine Antwort, unterschiedlich im Hinblick auf die einzelnen Kunstgattungen. Die körperliche Gestalt, die körperliche Schönheit hat Grenzen der Vollendung, die keine Zeit weiterrücken kann. Hingegen den äußeren und den inneren Stoff der Poesie häufen die Jahrhunderte reicher auf und die geistige Kluft, die ihn in ihre Formen nötigt, kann an der Zeit sich immer stärker üben. Die in den Formen der Plastik für immer gebannte Mythenkraft vermag demnach im Sprachlichen erneut frei zu werden. Auch für die heutige Zeit könnte daher der Satz von Karl Jaspers gelten, wie dürftig und spracharm unser Dasein, wenn mythische Sprache nicht in ihm gilt. In diesem Sinne will Steffen Marciniaks neue Sammlung von Gedichten und Kurzprosa das Griechische im Mythischen erkunden. Der Mythos gibt sich dabei klassisch, stellt Bezüge zu anderen Mythen her, oder aber er kommt in lockerem, modernem Gewand, etwa als der träge Pluton mit den feuchten Füßen. Christoph Meckel. Der Windgott Aeolos und seine acht Winde, die Anemi, pusten aus allen Himmelsrichtungen dem Leser in die Welt der Götter, Titanen, Nymphen, Chimären und anderen wundersamen Wesen. Dorthin entführt, möge sich der Schleier über der farbigen Welt der Mythen ein weiteres Mal ein wenig lüften. Die neun Winde wurden von Hans Christian Tappe gezeichnet. Ich zeige hier jetzt mal den Aeolos und werde dann diesen kleinen Dreizeiler des Aeolos lesen. Herrscher aller Winde, Geheimnis schwimmender Sageninsel, wehrlos schwankt ein Halm. Das ist also kein Haiku, obwohl es sich so ähnlich anhört. Es ist ein Epigramm. Und in diesem Band, in diesem Abschnitt der Götter, sind nun Geschichten vom Aeolos drin. Also Aeolos vom Götterzorn und Menschenlos. Das hat ein ganz junger, ich glaube der jüngste Autor in diesem Buch, Alexander Günther, geschrieben. Dann die Kulturwissenschaftlerin Professor Renate Reschke hat einen Abschnitt Ahnung von Apollon geschrieben. Dann darin enthalten von Salian Maywald die Eule der Athena. Von Hans Christian Tappe Priapos tanzt für die Sinnlichkeit. Norbert Hummelt hat zwei Gedichte beigetragen, Sonett mit Morpheus und Pans Stunde. Christoph Geiser, der Brustpanzer des Hephaistos. Und Bernd Kebelmann, Homer und Aphrodite, wenn Götter flirten. Diese ganzen ersten 60 Seiten gelten also diesen Göttern. Wir wissen, vielleicht könnte man noch drei, vier andere Bände machen. Es gibt noch so viele mehr, aber man muss sich ja beschränken, damit das Buch eine gewisse Länge nicht überschreitet. Das zweite, ich lese jetzt die mal ein bisschen anders. Das zweite Kapitel handelt von den Titanen. Die Titanen waren also eine Göttergemeinschaft, die vor Zeus olympischer Götterwelt auf der Erde waren, laut Mythos. Und ich habe sie eingeleitet mit dem Aphelios-Wind, dem Anemi, der aus dem Osten kommt, also der Ostwind. Aphelios. Feucht fächelt junger Ostwindatem. Goldähren wanken unter erstem Vogelzug. Schwarz-rotes Kirschwunder im Garten.
zu dieser Titanenabteilung haben beigetragen Kerstin Gröper. Sie hat in ihrer Geschichte Chaos und Inyan zusammengebracht. Inyan ist die Urgottheit der Indianer. Also in diesem Buch, muss man dazu sagen, sind die Geschichten mal klassisch, mal modern, mal in andere Mythen verbandelt, so wie hier also der griechische Mythos um Chaos, dem allerersten, was überhaupt da war, mit der Urgott der Indianer, dem Inyan. Und Chaos versus Inyan, eine Schöpfung der Welt, beginnt dann dieses Titanenkapitel. Dann als nächstes kommt von Rolf Hochhuth, der vor zwei Tagen 89 Jahre alt wurde und hat hier ein Gedicht Gaia. Heidi Ramlow ist dabei mit Nyx und ihrer Tochter Kea. Nyx ist die Göttin der Nacht. Volker Braun ist mit im Buch. Er hat das Verfahren Prometheus im Buch. Und Erika Tappe, die Pfeile des Eros. Wir kommen zum dritten Kapitel. Das dritte Kapitel behandelt Chimären. Chimären sind die Mischwesen. Also da kennt man verschiedene in der griechischen Mythologie mit Schwanzflosse oder mit Pferde, Leib, also jede Menge. Und der Euros, das ist der Südostwind, leitet dieses Kapitel ein, was ich schrieb. Euros, Südostwind vor der Morgenröte, wirft ab das nächtig müde Sterngewand. Scheu naht ein Lichtstrahl. Dieser Lichtstrahl zeigt nun diese wundersame Welt der Chimären in den Beiträgen von Ralf Gnosa, der über die Medusa geschrieben hat. Das ist diese Frau mit diesen Schlangenkopfhaaren, die man wahrscheinlich doch noch kennt. Seine Geschichte heißt Schwierige Beziehung oder Dichter und Muse, wobei er Meduse angedeutet hat in der Schreibweise. Drei Gedichte gibt es von Joachim Werneburg. Einmal über die Chimäre. Die Chimäre ist an sich auch ein Einzelwesen, obwohl es auch diesen Gesamtbegriff Chimären für alle Mischwesen gibt. Dann hat er geschrieben Galatea und der Kyklop und der Satyr. Von Jana Walter, sie führt uns nach Kreta, in das Labyrinth des Minotauros. Martin A. Völker schrieb über Io, die Mordskuh. Io, die auf der Flucht vor der Hera von Zeus in eine Kuh verwandelt wurde. Sehr humorvoll. Der Wächter Talos, auch das ist dieser eiserne Ritter, der um Kreta die Insel herum schwimmt, um sie zu bewachen, ist der Beitrag von Peter Weber. Matthias Bühnemann führt uns nun in die Arena, wo die Kentauren vorkommen. Und der bekannteste Kentaur ist Cheiron. Cheiron und seine Kentauren in der Arena heißt das Stück. Jürgen Polinskis Gedicht Marsias. Marsias ist der von Apollo einem Sängerwettstreit wohl nicht besiegt wurde, aber aus Rache dann ihm die Haut abgezogen wurde. Ein Satyr, deswegen auch hier bei den Chimären. Und zum Abschluss dieses Abschnitts Renate Gutzner, Arachne spinnt. Arachne war ein Wesen aus Frau und Spinne. Kapitel 4 führt uns jetzt von den Chimären in die Unterwelt. In der Unterwelt gibt es natürlich auch jede Menge Figuren. Und eingeführt
durch den Südwind Notos. Notos. Liebende im Südwindsommer, Blitzdonner bricht den schläfrigen Tag, rauscht Regen ins Gesicht. Im Unterweltkapitel gibt es Beiträge von Christoph Meckel, der leider das Buch nicht mehr zu Gesicht bekam, weil er Anfang dieses Jahres gestorben ist. Von ihm sind die Gedichte von Pluto, die schon in Michael Speyers Vorwort erwähnt wurde, mit einem kleinen Zitat, und Hekate, eine magische Zauberin, die in der Unterwelt lebt. Die Rachegöttinnen in der griechischen Mythologie heißen Erinien, und das ist der Titel von Dennis Stephans Beitrag im Buch. Max Droschinin hat den Hypnos, den Schlafgott, der Schlafgott und der Traumgott, das ist ja der Morpheus, sie haben auch eine Höhle, die in der Unterwelt angelegt ist, hat den Hypnos hierbei und blickt mit uns in das Reich des Hades, den Herrn der Unterwelt. Wir haben im Buch ein Zwillingspaar, das einen Beitrag geschrieben hat, was ganz interessant ist. Ihr Beitrag ist Dioskuren durch Leid zu den Sternen. Die Dioskuren, das sind die beiden Jünglinge Castor und Pollux, fangen beide mit K und P an. Castor und Polydeukes auf Griechisch, hier kommt er auch natürlich auf Griechisch Polydeukes vor. Und die Autoren heißen Kevin wie Castor und Patrick wie Polydeukes. Ihr Nachname Hattenberg. Das sind auch ganz junge Autoren, die zusammen die Dioskuren beschrieben haben. Ein Gedicht von Bela Tschekorishvili, sie kommt aus Georgien, handelt von Sisyphos. Sisyphos ist der, der dazu verdammt war, den großen Stein immer wieder hochzuschieben und er dann wieder runterfiel in der eine ewige Aufgabe in der Unterwelt hatte. Harald Gröhler schreibt über den Gott des Todes, Thanatos. Die Geschichte heißt Thanatos und der Husten. Und schließlich Wolfgang Fese schreibt über Orpheus. Orpheus digitalis, der verfehlte Opfergang. Orpheus Verbindung zur Unterwelt ist durch die Suche nach Eurydike ja auch recht bekannt. Das fünfte Kapitel handelt von den Wasserwesen. Die Wasserwesen sind auch eine ganz besondere Art von mythischen Figuren. Ich habe sie mit dem Südwestwind eingeleitet, und zwar Lips. Lips. Wüstensand im heißen Föhn, Südwest wehender Knabe, peitscht das Meer, weist Schiffen sicheren Weg. Zu Lips gibt es diese Geschichte, dass er also immer die Schiffe in den Hafen von Piräus sicher geleitete mit seinem ruhigen Wind. In diesem Kapitel der Wasserwesen haben wir nun, glaube ich, den ersten Griechen in unserem Buch, was ja nun wichtig ist, dass hier auch einige Griechen drin sind, und zwar der in Berlin sehr bekannte Kostas Papanastasiou, der auch als Filmschauspieler sehr bekannt geworden ist. Sein Beitrag heißt Das Boot des Charon, also Charon, derjenige, der die Leute in die Unterwelt führt, ist aber hier bei den Wasserwesen gelandet, weil er ja nur auf dem Wasser leben muss. Hier ist auch mein Beitrag drin. Steffen Marciniak schreibt über Neritis oder das Begehr der Götter. Neritis ist ein Meerjüngling, der einzige Bruder von den Neriden, 50 Nymphenschwestern, und haben diesen einen Bruder nach manchen Überlieferungen.
Mit dabei ist hier in dieser Abteilung Ulrich Krasnick mit zwei Gedichten. Einmal zum Wassergott, Meergott Proteus und einmal zu Leda und der Schwan. Weiterhin dabei Edith Engelmann mit Poseidon war wütend. Dirk-Uwe Hansen hat sich die Sirenen vorgenommen. Sag mir Sirene was. Und Anselm Retzlaff hat sich eine sizilische Wassergöttin vorgenommen. Die Sizilien war damals ja auch Griechenland. Die heißt Nestis, die Tränen der Nestis. Kapitel 6 wird vom wohl bekanntesten der Himmelsrichtungswinde eingeleitet, von Sephiros. Sephiros, Liebeshauch im Lenz. Westwind trägt Abendrot im Haar, streift mild die Hyazinthe. Der Sephiros hatte ja, wie die Winde allgemein, sehr viele Geliebte und Geliebtinnen. Der zum Beispiel den Jakynthos, von nachdem die Hyazinthe kommt. Beispiele für die Beiträge zu diesem Kapitel der Epheben, also Epheben muss ich vielleicht auch kurz erwähnen, hießen im alten Griechenland die Jünglinge zwischen 18 und 21, plus minus etwas, jedenfalls die noch nicht Mitglieder der Polis waren, der Stadt. Mit 21 wurde man ja erst in eine Stadtgemeinschaft aufgenommen und in dieser Zeit davor hat man Ephebendienste verlangt von den Leuten und daher kommt dieser Begriff Epheben. Mit dabei sind Thomas Böhme, der Lyriker, hat zwei Gedichte in diesem Buch. Einmal zum Sephiros im Januar. Sephir im Januar heißt sein Gedicht und Ödipus. Eine weitere griechische Autorin hat einen von zwei Beiträgen, die zwar auch Mythologie sind, aber tatsächlich auch reale Geschehensweisen. Deswegen heißt es ja auch Antike und nicht Mythologie. Und zwar über Antinous am Nil. Antinous war der Freund vom römischen Kaiser Hadrian. Maria Johanna Fakiza hat diese wunderbare Geschichte geschrieben. Dabei ist Rolf Schilling. Rolf Schilling hat jede Menge mythische Gedichte geschrieben und drei davon kommen in diesem Buch vor. Über Phaeton, über Adonis und über Ikaros. Ein taiwanesischer Autor ist mit im Buch und der hat wiederum dann diese griechische Mythologie mit der chinesischen Mythologie verbunden und eine Figur aus der chinesischen Mythologie mit in der Geschichte und Hermaphroditus aus der griechischen, der in diese chinesische Welt verbandelt wird. Hermaphroditus, die 10 Sonnen und der Mond. Achim Wannicke hat ein langes Gedicht, geliebter Narkissos, dabei. Björn Petroff ist mit einer Geschichte darin, die etwas Science Fiction ins Buch bringt, Hylas auf Neros. Und zum Abschluss eine sehr, sehr lustig geschriebene, humorvolle Lyrik von Melita Kesaris, die seit über 50 Jahren in Athen lebt, ursprünglich aus Österreich stammt. Wann soll ich Patroklos erschlagen? Patroklos war ja der Gefährte vom Achilleus. Da weiß man dann schon, dass es in die Ilias geht. Kapitel 7, da geht es um die Nymphen. Die Nymphen werden jetzt eingeleitet von meinem Dreizeiler
zu Skiron, dem Nordwestwind. Skiron, Nachtschatten im gelben Mond. Nordwestmistral faucht aschigen Nebel. Träume erkalten in Wolken. Nymphen. Da haben wir auch ein paar. Und eine davon ist zum Beispiel die Arethusa, die flieht. Die Geschichte heißt Arethusa, eine Nymphe erfährt die Liebe. Diese Arethusa wurde von Charlotte Ückert beigetragen. Dann Tamara Labas schreibt über verschiedene Nymphen, die als Regennymphen zum Beispiel bekannt wurden. Hias, das ist der Bruder dieser Regennymphen, die als Sternbilder am Stern landeten. Ich komme gerade nicht auf die Namen. Egal. Hias, der vom Tode geküsste. Die Nymphe Thetis kommt von Slavica Klimkowski. Ihre Geschichte heißt Thetis machtlos. Ein Gedicht von Boris Shapiro spricht über Chelona und Achill. Chelona, das ist ein Begriff, kennt man als Schildkröte. Sie war dann dazu verbannt, ihr Haus auf dem Rücken tragen zu müssen. Die Nymphe Daphne wird in der Geschichte von Edeltraud Schönfeld vom Erdboden verschluckt. Und schließlich Syrinx und die Flöte des Pan ist die Geschichte von Gerburg Zekuras, auch eine deutschstämmige Autorin, die seit etlichen Jahren in Athen lebt. Wir kommen schon zum vorletzten Kapitel, das sich mit den Heroen, den Helden beschäftigt. Eingeleitet von Boreas, dem ebenfalls sehr bekannten Nordwind. Boreas. Muschelrauschen über Gipfeln. Stürme singen in frostigem Nordwind. Tränen geweiht zu Perlen. Helden. Da haben wir wieder einen griechischen Autor, nämlich Josef Alygisakis. Der hat die zweite sehr reale Geschichte hier mit eingeführt. Der Wunsch des Hephaistion in die Moderne verlagert. Der Hephaistion war der Feldherr von Alexander dem Großen, der so unglücklich über dessen Tod war, dass er, wie auch für den Antinous vorhin, Städte für ihn gegründet hat und diesen Hephaistion also auch im Nachhinein dann vergöttern ließ. Und den Autor habe ich, glaube ich, genannt, Josef Alygisakis. Gerd Adloff ist mit seinem Beitrag drei Momentaufnahmen Hektor vor Achill vertreten. Gregor Kunz, sein Beitrag heißt Aktive Spiegel, Georgos Seferis, die Argonauten und die Sprache der Engel. Ein sehr interessanter Beitrag über den Seferis, wer ihn nicht kennt, ist ein Autor des 20. Jahrhunderts, der sich zu lesen lohnt. Ein weiterer Literaturprofessor ist hierbei, Peter Nusser. Sein Beitrag handelt um Ajax, den man aus dem römischen Ajax, den Großen, kennt. Also auch wieder ein Held aus der Ilias. Detlef Block ist der Autor, der die meisten unter den lebenden Dichtern ein Dichter ist, der die meisten Kirchenlieder geschaffen hat. Darüber auch sehr bekannt ist. Und sich sehr mit Astronomie beschäftigt hat. Und dieser Beitrag, den er hierfür geliefert hat, ist auch ein
Astronomischer heißt Himmelsjäger Orion und sein Hund oder der geteilte Himmel. Peter Völker mit zwei Gedichten dabei, Gesang des jungen Paris und Gesang des alten Achilleus. Und schließlich ein weiterer griechischer Beiträger im Namen von Theseus. 19 Beschreibungen, Betrachtungen einer Heldenreise. Wir kommen zum letzten, 9. Kapitel. Und zwar zu Kaikias. Also ich habe diesen Kaikias davor gestellt, um immer schön bei den Himmelsrichtungen im Rad zu bleiben. Und das ist der Nordostwind. Kaikias. Fallende Blätter im Nordost. Hagel schlägt hart in welkendes Gras. Eilig schwingt weiter der Kranich. Und dieses 9. Kapitel behandelt die Menschen, Könige, Königstöchter, was auch immer, die also ein sterbliches Leben hatten. Tantalos kommt da zum Beispiel vor, ein König, der dann in die Unterwelt musste. Vom tiefen Fall des Tantalos schreibt Patricia Holland-Moritz. Mit dabei ist Daedalus, dieser Erfinder, der Vater von Ikarus, Daedalus vom Menschenflug von Bertram Reinicke. Dann gibt es den Abschied von der schönen Klimenestra von Carmen Francesca Banziu und die Medea von Friederike Frey. Weiterhin Bea und Phil, eine Philemon und Bauxis-Variation von Wolfgang Haider. Drei Gedichte von Thomas Luthard mit den Titeln Menschen für die Götter, Die Röschen des Adonis und Cassandra. Günther Rose schrieb über Theresias, den blinden Seher, Theresias vor den Göttern. Und zum Abschluss Günter Kunert mit seinem Beitrag Pygmalion 1978 und mit den Karyatiden. Das wäre schon fast alles. Es gibt noch ein kleines Gedicht von meinem Lieblingsdichter aus früheren Zeiten, Albert Harrausch, über Mnemosyne, die Erinnerung. Und das ist auch dann das Thema des Nachworts, Mnemosyne oder der Versuch eines Ausklangs. Es gibt in dem Buch dann für alle, die die griechischen Figuren, einige, die ich jetzt erwähnt habe und andere vielleicht nicht so kennen, viele werden das nicht sein, die meisten kennen wahrscheinlich alle, gibt es ein ausführliches Glossar. So wird dann hinten also auch jeder Figur, muss man nicht unbedingt gleich zu Wikipedia gehen, wenn man nur kurze Info haben will. Also ein Glossar, wo man gleich nachgucken kann, wer ist. Und die Dichter haben dann auch noch alle die haben bei mir hier alle schon signiert, kann man dann auch sammeln. Vielen Dank. Ich hoffe, Ihnen gefällt dieses Buch und ist natürlich beim Palmark Press Verlag jetzt erhältlich. Die Buchhandlungen sind ja geschlossen, aber beim Verlag ist es immer da. Dankeschön.